Hallo. Genau jetzt geht bei uns gerade hier in der Kirche wieder das große Gebimmel los. Ich bin aber froh, dass ihr das nicht hört. Ich hoffe, ihr hört es nicht. Ihr dürft es. Ja. So, da bin ich doch noch spontan live gekommen. Eigentlich wollte ich erst morgen, aber wir machen es heute. Ihr habt ja bestimmt auch mal alle morgen frei, wegen dem Feiertag, hoffe ich. Und auch arbeitende Menschen am Feiertag, ich weiß. Ich wollte ein bisschen länger machen. Ich habe eh Urlaub, also. Falls zwischendurch, ob das Ohr hier ausgeht, hat ein Wackelkontakt. Aua. Ein Feiertag hier. Das ist ärgerlich. Aber du bist trotzdem am Start, Sebi. Das ist die Hauptsache. Und danke für den Host, Tildanis. Ja, ich bin gespannt, was jetzt passiert, ne? Das sieht so ein bisschen in Ruhe vor dem Sturm, ne? Geskillt hatten wir ja wieder. Wir konnten ja nur sie. Passieren. Erstmal Glotze einschalten. Update on the situation in Palampolum. The Lassie continue their desperate flight, and the military has now launched an all-out campaign to eliminate them. In the event you must leave your home, please follow the instructions broadcast on this channel. Must be the kid's family. Roughly 2,500 civilians believed to have come in contact with the Lassie are now being held in quarantine by the Sanctum. Our latest Instapoll has shown a vast majority in favor of the immediate purging of these individuals, hey. Believing their treatment. Lay down. All right. Okay. See, you took the kid's toy away. He gave it back to me. Said he didn't need it anymore. Go figure. It was too much. Hmm? What happened to Sarah? All I could think about was what could I have done? I hated myself for not trusting her. It hurt too much. I couldn't face it. Look, Snow. Ausnutzen. I'm sorry. Forgive me. For what? Everything. If you tell me your real name, I suppose I could. Ich weiß ihn, ich weiß ihn. When she comes back. Wisst ihr ihren wahren Namen? My dad said he'd like to see you guys. He wants to talk. Buddy's ready. Okay, mehr Gespräch. The blame is mine. I couldn't save her. If it wasn't for Snow, I wouldn't be here right now. Snow? Did Nora? Did she say anything to you? Hope. She said to get him home. Hallo BioAxis, lang nicht mehr gesehen, gehört, geschrieben, whatever. And that's exactly what you've done. Huh? Phew. Face to face like this, it's hard to believe you're all dangerous fugitives.
but the entire world is scared to death of you, Lassie. No, not even just you. People who've helped you, bumped into you. Sometimes it's even just people who've walked by one of you. They think they're tainted and want every one of them purged. The Sanctum's a puppet of the Foul Sea. To them, our lives don't mean anything at all. Aber so ein ganzer Haufen von denen. Take down the Sanctum and save Cocoon. You've thought that through? If Lassie take down the Sanctum, fear of Pulse will only get worse. It won't stop at fear. People will take up arms and stand against you. Can you imagine it? The rampant violence. When the government's control is gone, the citizens will revolt. So what then? We're supposed to just smile and eat a bullet? That means you too. I know I'm part of this. I'm on your side of the fence. Harbor of Lassie and a public enemy. Coming here was a bad idea. This is your home. We're all here. Let's figure this out together. Huh? Oh. Uh-oh. Heads up! No! Hope! In the back! You're not ready for this. I'll stay here. No! Help my dad. Aber wenn er das jetzt auch noch verkackt, dann. Come on. Nice. Oh, ich bin schon wieder tot. Jedes Mal, wenn wir eine neue Session anfangen, sterbe ich erstmal am Anfang. Ich dachte so, ja, komm, wechseln. Reicht locker zum Heilen. Nope. Wir tun so, als wäre das wie immer nicht passiert. Oh nein, jetzt müssen wir doch mal die ganze Sequenz gucken. Warte, ich google mal ganz kurz. Ich wollte ja nicht letztes Mal schon gemacht haben. Fantasy 13. Filmsequenz. Überspringen. Autoskip. Patsy. Okay, witzig. Ach du Scheiße. Habe ich mit der Maus wieder das Kamerasystem bedient? Now for an update on the situation in Palampolum. The Lassie continue their desperate flight, and the military has now launched an all-out campaign to eliminate them. In the event you must leave your home, please follow the instructions broadcast on this channel. Must be the kid's family. Roughly 2,500 civilians believed to have come in contact with the Lassie are now being held in quarantine by the Sanctum. Our latest Insta poll has shown a vast majority in favor of the immediate purge. Zero and one schreiben die. 0 und 1. Ah, guck mal. Oh, oh. Hä? Aber am Nummernbord funktioniert es nicht. Interessant. Okay. 0, 1. Warte, erstmal drauf kommen. Ha! 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 Ha!
Schokopoints sind auch magisch. Thanks. Wo gehen die denn jetzt wieder? Jetzt gehen sie nur auf Lightning, verstehe. Klatsch, klatsch, klatsch. Wenn sie mit ihrem Stab zuhaut, hört sich das immer sehr witzig an. Oder? Ich sterbe auch am Anfang immer wegen so einer Kacke einfach, also so bei nicht mal schweren Gegnern. Das lief doch schon besser. Okay, okay, wohin, wohin, wohin? Der war gerade noch nicht da, den möchte ich öffnen. Ja, kann ich natürlich nicht. Haben wir jetzt? Jetzt schon Bombarder. Den nennen wir zuerst, weil der, wenn der einmal seinen komischen Dings da feuert, sind wir eh mal tot. Ach so ist das. Du bist bei Warframe. Nein, nein, ist ja kein Ding. Du darfst auch selber zocken. Thanks. Let's go! Let's go! So, darf ich jetzt die Kiste aufmachen? Bitte? Ja. Nice. Ich weiß doch nicht, was es ist, aber ich sag immer nice. So. Aber hier? Oh, toll. Der Chilter, der Dad auf der Bank, habt ihr gesehen? Habt ihr Bahn mehr, würde ich gerne. Gerade doch so. Wir machen vielleicht doch erst die kleinen. Versuchen es mal. Ich hoffe nur, der Bombarder schießt nicht auf Lightning. Seht ihr natürlich jetzt gerade auch nicht. Sollen sie mal eben den auf sich ziehen, die Fang? Oh, das war knapp. Hat er tatsächlich gemacht. Die wollen wir ja draufhauen. Schock. Gott. Ja, fäng, gib noch mal einen drauf. Bekomme ich den Lightning Cosplay Stern dann im Chat als Symbol? Hey, wie meinst du das? Ach so. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Ich glaube nicht. Mach ich mal eben noch hier oben, just for fun. Aber ich habe tatsächlich neue Emotes in Auftrag gegeben. Lightning Emotes. Kleiner Spoiler. Hä? Nee, aber habe ich ja direkt gekauft. Unsere Nachbarn klingeln. Eine Sekunde. Thanks.
Uff, uff. Panzerfaust. Nein, nicht auf Lightning. Auf hoch. Ja, dann. Easy. Brauchen einfach nur 55 Sekunden, wenn die dafür 2 Minuten einsetzen. Da kommen jetzt um endlich Leute nach. Kann man wahrscheinlich gut, man kann die gut skillen. Ach, kack. Läuft ja wie am Schnürchen. Jetzt gehen wir auch mal da rein. The adrenaline's flowing now. Untersuchen. Is it over? Are they? They're fine. Your son's a tough kid. Oh oh. Das, was ich gesagt habe, war zu einfach. Who ordered the battalion? They'll take out the whole building next. Dad! Hope! Thank goodness. Are you hurt? No. How about you? Still in one piece. My turn. Mantel. Me. I'm a Lassie. Surprised? Expected some kind of monster? I'm flesh and blood like you, an ordinary citizen of Cocoon. Don't you get it? This has been our home our whole lives. How could we even think about destroying it? We want to protect this place just as much as you. Sprunky's on our side? I don't see what he's lying. What if he's telling us it's a trick? You must be Snow Villiers. Yag Roche, Psycom Division. I understand your plight. However, Final Fantasy eher was für Story. Ja, ist es. Zumindest die alten Teile. Also die neuen auch, aber ich finde das Kampfsystem bei den neuen Teilen besser, weil du da wirklich auch richtig aktiv drauf haust und hier hast du dieses Runden-Ding. Final Fantasy 15 hast du das nicht mehr. It's that simple.
It is my responsibility to see you put down. E-Brüller, guten Abend. Guten Abend. Your lives are forfeit. Oh, cut the crap! You want the sea? Then kill the sea! Why do other people have to die? The purge has gotta stop! Do you think we want to purge our own people? If any trace of Pulse remains, the populace will erupt into chaos! Without sacrifice, without the purge, Cocoon will die. What? Uh-oh. Who fired? I gave no order! Was passiert jetzt? What the fuck? Your dad. We threatened you and forced you to help us. Got it? There must be something else. Do what she says. Vielleicht Extremisten in ihren Reihen oder so, die die jetzt gerade weggeschossen haben. I can't let you get dragged into this. I want to stay here, but there's no place for Alyssa. I'm going with the others. We'll survive somehow. I promise you that. Dad. Ja, das ist echt Zeit. I hate to run out on you. You're not running! This is not running away. You've made a choice. You'll survive and do what needs to be done. Meine ich neue Kopfhörer. Weil das Spiel nicht gerade optimal für den PC gemacht wurde. Das ist ja nur eigentlich von der Konsole. Und wenn ich ein 5.1 oder ein 7.1 Kopf-Headset aufhabe, was ich normalerweise habe, dann haben wir immer die Filmsequenzen, die Stimmen nicht mehr gehört. Das konnte man auch nicht umstellen. Und jetzt habe ich ein billigeres Headset an, was nicht 5.1 ist, damit ihr die Stimmen hören und ich auch die Stimmen hören kann. Das Unbequem des Todes, aber es sieht ganz süß aus. Oh oh. Our turn, Hero. Müssen wir jetzt gegen das Ding da? Catch your breath, I'll throw in some hits for you. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Ach, vielleicht hätte ich mal erstmal Analyse machen sollen. Ja, nice! Das hat ja schon mal gut reingehauen. Ja, sonst geht's denn gut hier. Da oben ist gleich tot. Ist tot. Ja, what the fuck? Ich glaube, ich brauche meinen Verteidiger. Ja, hört der doch mal auf, auf mich zu schießen? Hallo? Ja, guckt euch mal die Schockwerte an. Erstmal durchanalysieren hier. Ganz schön laut. Echt? Ich wusste gar nicht, dass man die drucken kann. Ja, wir müssen eh alle Teile von denen zerstören, ne? Also Backboard, Kanonen und so weiter. Schießt jetzt nur noch auf Fang, ja, ne? Ja. Okay. Das war wahrscheinlich die langsamere Methode, aber was haben wir denn überhaupt für Schwächen? Gar keine. Ja, was für ein dickes Ding ist das denn?
Resistenz ist auch gegen alles. Ja, okay, dann. Oder machst du aus Warbler? Nee, ich hasse Warbler. Krasse Umstellung zu Witcher 3. Ja. Bisschen oldschool. Boah, ich Geralt ein bisschen vermisse. Aber dafür habe ich jetzt Lightning. Das macht's wieder gut. So, ich glaube, das erste haben wir gleich. Oder Foam. Ja, das stimmt. War Drucken ist eine gute Idee. Ich muss gleich mal gucken, ob ich welche finde. Zum Druck hin. So, erste Teil kaputt. Dann nehmen wir jetzt. Ach so, noch mehr. Wir machen erstmal die ganzen Teile kaputt. Haben wir eigentlich ein Paradigma mit. Hier, das können wir eigentlich mal machen. Fang hält ja genug aus. Boah, ist das ein dickes Ding, ey. Ich will die Kanonen wegmachen, damit die nicht mehr dort so viel angreifen. Aber Fang kriegt alles ab, aber die macht das schon. So, Kanone 1, kaputt. Kanone 2. Ja, warum soll ich dafür Geld bezahlen, wenn ich sie mit drucken kann? Oh oh. Aua, aua, aua. Wir müssen gleich mal heilen. Wir heilen. Geschockt kriegen wir dann eh nicht. Schockwert 999 ist utopisch. So, jetzt sieht das schon besser wieder aus. Wechseln dann gleich wieder. So. Dann haben wir noch Steuerbord. Ja, nehmen wir das jetzt. Und dann das Haupt, den Hauptkörper. Oh, kannst du mal vielleicht nicht neben dem Verteidiger stehen? Das wäre klasse. Danke schön. Zweiter Monat BioAxis. Das freut mich. Immer noch Teil des Rubiks. So, jetzt trifft das nämlich eigentlich. Okay, es trifft alle. Okay. Hope ist schon wieder halt. Nein, falsches Paradigma. Oh oh. Hope. You are surrounded. You are surrounded. Ja, ja. Hope. Heilen Sie bitte. Danke, Philipp. So. Eine Zuschauerin ist gerade eingeschlafen. Ganz gleich. Gibt es hier immer noch keine Schwäche? Nö. Okay. Ich würde interessieren, ob es Leute gibt, die geschafft haben, den Boss zu schocken. Boah, dauert da lang. Hope hat er wieder abbekommen, weil der so scheiße steht. Ah, das ist immer wieder toll. Was macht er jetzt? Was macht er jetzt? Hallo? Sieht aus wie eine böse große Kanone. Er war aber lasch.
Oh, aber sein Schockmoment ist, sein Schockding ist runtergegangen. Okay, okay, dann wechsle ich mal. Auf 200. Nice. Ja, hier, geh mich auf den Sack. Geschockt. Oh, greifst du am an? Greift er an? Ja, ich wollte gerade sagen. Machen Sie bitte was. Autsch. Aber geht trotzdem ein wenig voran. Okay. So, Baby, im Bett machst du heute wieder bis 8. Nö, ich hab Urlaub und morgen ist ja auch Feiertag, bei uns zumindest. Wir machen so, keine Ahnung, wie ich lustig bin. Ihr Stündchen wieder. Ist immer so eine gute Zeit für mich. Oh, Jesus. Lock. Aber morgen Feiertag, Mom. Ich hab selber Urlaub, muss ich mal gucken. Ja, also bei uns ist morgen Fronleichnam. Theoretisch ist bei uns dann immer fette Kirmes, deswegen haben wir auch den Urlaub, theoretisch. Und wir wären nämlich auch beim Konzert in Holland gewesen, aber es ist alles ausgefallen. Ganz viel Zeit zum Stream. Laser down. 8 Minuten. Nice. Was für ein Konzert von wem? Es wäre die Hella Megatour von Weezer, Green Day und Fall Out Boy in Holland gewesen. Erst normal. Wenn jetzt gerade aktuell eigentlich Kirmes wäre, das immer schlechtes Wetter. Wir gehen trotzdem dabei hin. Schwitzt er jetzt ab? Sieht nicht so aus. Hey, you bang. Need a ride? Freund oder Feind? Sieht nach Freund aus. Don't get cute. Right, let's move it. Wir haben die Verräter in ihren Reihen. Der Cover-Spione. Junge, zieh dir mal was an. Take care, Dad. When it comes to home and family, we never keep either as close as we should. Whoever stops to think that this time could be the last. Speichern. Ich würde gerne speichern. Ah. Ach, wir haben ja nicht mal wieder einen Szenenwechsel. Ich weiß auch nicht, warum es warm sein muss. Ich mag warm auch überhaupt nicht. Seasick? No, I'm fine. Okay, then. Jetzt können wir wieder ganz viel skillen, weil wir Punkte gesammelt haben ohne Ende. Guckt euch das an. 10.000 Punkte. Ich liebe das Skill, ne? 20 Grad ist bei mir auch noch optimal. Also ich friere recht schnell. Aber alles, was drüber geht, traue ich jetzt auch nicht.
Oh, ist das befriedigend. Zu skillen. Mach sehr gerne. Machen wir jetzt ihn hier voll, ja, ne? Gönnen uns mal hier. Wobei es vielleicht auch nicht schlecht ist, wenn wir ihn noch ein bisschen auf den Linie gehen. Machen wir mal. Ach, reicht schon gar nicht mehr. Ja, sieht immer so viel aus, aber es ist gar nicht viel. 22 mit Sonne sterbe ich schon. So, sie will ich ja eh später als Heiler haben, ne? Mega Vita. Oh, das brauche ich. Wir die beiden hier noch mit. Und dann gehen wir noch auf den Manipulator. Was machst du dann bei 40? Sterben. Ja, richtig. Ich sterbe auch bei 40. Ich bin schon froh. Wir haben nächste Woche einen Termin in der Firma für eine Klimaanlage hier im Wohnzimmer. Da hinten kommt die hin. Das wird sehr angenehm für den Sommer, weil wir sind da noch Flachdach, Obergeschoss. Odo. So, Accessoire. Können wir noch neue Sachen in denen hier eigentlich geben? Nö. Ah, doch, sie. Guck mal. Was haben wir denn hier gefunden? Physischer Angriff plus 50. Okay, das ist bei ihr jetzt nicht so... Oh, das hier wollte ich auf jeden Fall nehmen. Schamanen-Siegel. Wasserring brauchen wir jetzt auch gerade nicht. Ah, das wollte ich gar nicht. Angriffszauber plus... Das nehmen wir auch noch. Den hatte ich genommen, ja, weil... Okay. Ja, ich erinnere mich. Okay, wo sind wir denn hier? Hier kommen wir nicht lang, ne? Welcome to Nautilus. Entertainment-Anlage. Was entertaint mich hier so? Sehr also entertainment. Parade. Oh, eine Parade finde ich toll. Not a lot of security. For these people, the Lassie panic must still seem like a world away. Huh? Jetzt sollte der das ein bisschen bedecken. Hey. Looks like they're putting Eidolons on parade. We're starting soon. It's my parade. Nice. Hey, go check it out. Sure. Huh? We interrupt this program to bring you a breaking news update. Wrong. It's her. Yep. Looks like the army finally found him. Hostages? They should just blow them away with the Lassie. They're all infected by Pulse or something by now anyway. The parade's about to start. Come on, let's go. Ich will zur Parade. Oh. Hey, loosen up.
Gotta make the most of this. Right? I knew we'd be saying goodbye soon. Better to do it with a smile. The Pompa Sancta Parade. A pageant commemorating the war between Cocoon and Pulse. Wow! The show is starting. Look. Oh, bei Final Fantasy sieht immer alles so schön aus. Ah, da fliegen CDs. Die gönnen sich schön Parade, Freizeitpark und die anderen sind im Kämpfen um ihr Leben. Okay. With Pulseborn Spike and Savage Might. Yftrüb. Yftrüb. Wie heißt er? Die Esper des Feuers da. Ist das mein? Hier kommt die Attack von Pulse. Es gibt Magie und Technologie, ja, das stimmt. Jetzt einmal alle Elemente. Eis oder Wasser? Ich weiß nicht, ich glaube es war Eis, Feuer. Jetzt Wind. Grant me strength! Ich freue mich schon, wenn unsere Technologie mal so weit ist, dass man sich sowas geben kann. Sometimes I had to wonder, could our deaths have brought back peace? Oh, die Grafik ist einfach so heftig für das Alter des Spiels. Where to next, little lady? I'll let you decide. Just keep on smiling. Bildschirm wurde etwas hell. I know. A Nautilus Park Day. With Sags. Yeah, but should we really be playing around? Forget about that heavy stuff for a while. And maybe this'll just fade away. Okay. Great. Let's roll. Dieses Gepiepe im Hintergrund da in der Ebene ist ja total nervig. Jetzt haben wir ein Date mit Sass. Ah, ne, wir sind ja Sass. Wir haben ein Date mit Vanille. Vanille. So, this is the city of dreams? Interessant. I know that show is starting to finish. What's everybody talking about? Carly? So, Pfeil sagt links, wir sehen erstmal rechts. Ah, hier gibt's Straft, ihr recht, Straft, ihr haben. Ach, hatte nicht dieses eine Mädchen da beim letzten Kampf mit Hope dieses Stofftier, ne? Fand ich mega süß. Wollte ich haben. I don't need one bad enough to
Hallo, ich möchte gerne eins kaufen. Aber ich kann keins kaufen. It's a huge amusement park, built by the Sanctum. Bet they never expected to see visitors. So, is this place special? I promised Dodge. I was gonna bring him someday. Hope I can at least tell him about it. You'll get the chance? Maybe. I do know where they're keeping it. Can I come with you? Bitte. In der Hintergrundmusik ist das. Das ist ultra nervig. Special? No. Really? Now that is kind of sad. Yeah. Hey, I'm kidding. I didn't mean to upset you. Well, I'm just fine. Thank you. I wanted to tell him everything, but I couldn't. Not until the time was right. Beep, beep, beep. Ach, verlassen wir den Park, bitte. Wird wahnsinnig. Oh no, I forgot to buy. Guckt mal. They're so tiny. Are we allowed to pet them? So, kann ich die kaufen? These woolly little things. Ah, mein Gott, sind die... Sind einfach zu knuddeln, ja, würde ich auch sagen. Er sieht witzig aus. Sieht ein bisschen aus wie seine Haare. Aber da müssen wir hin. Das war noch hier. Und hier rein. Ist das hier? Einsteigen? Speicher erstmal, bevor wir da einsteigen. Ich weiß nicht, was passiert. So. Steig mal ein. Nautilift zum Nautilus Terminal nehmen. Ja. Whatever. Unter Wasser gewesen? Ach, ist das da vielleicht, wo man ankommt, wo diese Boote fahren? Ach, scheiße, hier kamen wir her, ne? Verstehe, ich verstehe. Ah. Ich dachte, das wäre doch woanders. Also, dass man woanders hinkommt. Dann gehen wir mal zum Ausrufezeichen. Das Park. Und tschüss. Ah. Chocobos! Oh, I thought I smelled something. That's Chocobo, isn't it? Welcome to Nautilus, the city of dreams. Ich liebe Chocobos. Oh. Hier kann man bestimmt wieder Rennen machen. Man kann immer irgendwo ein Chocobo-Rennen machen bei Final Fantasy. Hey, you can make some new friends. Oh, unser Baby. Dodge is crazy about Chocobos. Really wanted to. Chocobo-Musik ist auch immer gleich. Let's look around. Indeed. In we go. Mehr umgucken. It's just like the real thing. Ist aber nix. Hey, I saw this one at the parade.
Möchtest du eins haben? Ich möchte eins kaufen für dich. Kann ich aber leider nicht. Was ist denn hier immer für komische... Das ist sehr interessant aufgebaut hier mit diesen Armen. Was an? Zieht hier die großen gewellten Wimpern an. Ey, Chocobo, aus dem Weg! Ich möchte einen reiten. Hier sind überall Chocobos. Gott, ist das hübsch hier. Was seht ihr jetzt? Nur Küken dann aber bitte. Das Küken ist aber oben in seinem Afro drin. The smell reminded me of home. The wilderness of pets. Hey, come back here! Oh! Was mit dir? Such und finde das Schokoboküken, das irgendwo hier in der Gegend herumtollt. Los geht's. Versuchen. Ach, das stand oder so. What the fuck? Is it? Oh! Did we always sell these toys? Geht zum Brunnen. Ist echt schwer. Die Schafe machen so lustige Geräusche. This one blew the coop. Wo ist es hin? Ich blind? Da. Jetzt fang es doch mal! Alle hinterher. Oh, ein Item. Bestimmt Gieserkraut, oder? Das mögen Schokobus am liebsten. Nee, Sternanhänger. Ja, wir können die jetzt hier füttern! Ich will es aus, Onkel Lotte. Ever seems as scary when you have someone to share it with. You're still number one, of course. Danke fürs Vorbeischauen, BioAxis. Und danke fürs viel Spaß wünschen. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Zocken. Now when I see Dodge, I can tell him about the Chocobos. Oui. He's being held by the military. Psycom, you mean? Yeah. Er knabbert uns an. Since he's a cocoon, we'll see. They're running tests. They're trying to figure out his focus. I'm turning myself in. Huh? I know they execute the sea, but hey, they're not total monsters. They'll listen to a final request. They'll have to. Before the end, I want to talk to Dodge one last time. I want to tell him about these chocobos. I want to tell him about everything I've seen. But wait, Sass! Listen,
I don't want you to worry. You're not part of this. You'll have plenty of time to split before I surrender. That's not what I meant. I'm sorry, Vanille. I'm tired of all this running. But you can't. What about Dodge? Huh? It's a lessee because of someone from Pulse. You can't give up without getting revenge. I know who it is. I know who's responsible for the accident. The accident at Uriday. Then tell me. See, ne? The lessee who ruined your life was... Die ballern einfach rum, während Chocobos da stehen. Haben die eine Macke? Soldiers? Where'd they come from? Get out of here, Benny! Jetzt konnte sie es wieder nicht sagen. Ich raste aus. Jetzt gehen wir wieder mit denen kämpfen. Das ist schon lange her. No place left to run. Erstmal speichern, so viel Zeit muss sein, ne? So. Die waren schon wieder Damage des Todes. Oh nee, ich hasse die Drohnen. Das ist nice. Hatte die eine Schwäche? Ja. Jetzt sollten wir dann beide auf, hier. Sie mal mich gehalten statt sich, ne? I'm sorry. Ich hab da verkackt. Jetzt kriege ich natürlich den Präventivschlag auch nicht hin, ne? Aha. So, jetzt konzentrieren wir uns auf die Drohne. Oh,
Fall. Er kann aber schon einige Buffs, das kann meine anderen Leute nicht. Oh, und sie hat also ziemlich jeden Debuff draufgehauen. Oha, mit den Debuffs und den Buffs war ja richtig heftig, wie viel Schaden wir da gemacht haben. Oh, ich hab diese neu. Hallo, ihr süßen kleinen komischen Dinger. This is gonna stay. City Bot. Mir macht einfach so komische Geräusche beim Angreifen. Stöhnt da gut vor sich hin. Und die denn... Geschichte Wertung. Naja. Neue Waffe. Die gucken wir uns direkt an. Ika. Magie noch höher. Eigentlich kann ich auch die nehmen, die wir aufgerüstet haben, ne? Die ist eigentlich immer noch am besten. Das war jetzt wieder ein Präventivschlag. Das ist ein bisschen komisch manchmal. Er hat einfach gar nichts gebracht. Wir haben keinen geschockt. Nice. Naja, passiert. Sehr nice aus. Warum kriegt der Vanille jetzt alles ab? Hallo? What the fuck? Mal wieder eine Königsfeder opfern. Boah, ich habe einfach fast keine mehr. Die sind ja richtig selten und einfach schweineteuer.
I appreciate it. Ah, so knapp. Auch manchmal lustige Sachen. Epotis, das Beste. Nicht durchgekommen, oder? Vollen Heil und dann noch gibt's auf die 12. Einfach auch so viele Leben dabei ist. Also er hat einfach voll viel Leben dafür, dass er kein Verteidiger ist. Schon krass eigentlich. Okay, wir müssen nach rechts. Wir gucken nochmal. Ah, das ist eine Kiste. Klein und putzig sind. Jetzt ist sie wieder tot, oder was? Boah. Ich kann mit den beiden hier nicht arbeiten. Das ist, glaube ich, mein letzter Phönixfeder, oder? Ja, zwei habe ich noch. Wow. Ist gut am Abstöhnen. Braucht mal wieder neue Phönixfedern, Freunde. Okay, wieder einen neuen Stab. Mal eben angucken. Vita Plus. Das ist eigentlich nicht schlecht. Wenn wir uns mal. Dass sie ja eh der Heiler werden soll. Oh, sieht nach Bosskampf aus. Moin, Masked Killer. Ja, was hab ich gesagt? Sieht nach Bosskampf aus. Ja,
toll. Puma. Ah, der kann Gift, wie ekelhaft. Also Kamedika, ne? Nein, schon. Oder nicht? Achso, ist schon weg. Okay. Haben wir noch? Ich glaube, wir haben alle, oder? Ah, okay. Dann mal raufhauen. Haben wir eine Schwäche? Feuer und Eis. Okay. Oh. Was ist das? Gift? Ein Gift. Ackergift. Don't do it. Aber hat die vorher auch schon so rumgestöhnt beim Angreifen? Oder ist das neu? Sperre deaktivieren. Was? 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 Nicht gut. Nein. How about this? Das wird nicht gut. Ich glaube, gleich ist jemand tot, wenn er es abfeuert. Unterbrochen? Ich habe unterbrochen wegen dem Schock. Oha. Oh. Autsch, oder nicht? Okay, heilen. Time for a second win. Autsch. Haut aber rein hier. You can do it. I owe you. Oh, was passiert jetzt wieder? Ah, nein, Schock lässt dich runterfallen. Und den kriegen wir noch wieder vorher geschockt, oder? Bin ich fast, was passiert, wenn er die Kanone abfeuert? Ja, nice. Ja, jetzt steht er trotzdem gefecht, klar. Nicht gut, nicht gut. Oh oh. How about this?
geht das hier wieder los? Ja. Time for a second win. Ich falle, ich falle, ich falle. Nein, 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 nein. I appreciate it. Wieso fällt die Schockleiste denn jetzt so schnell? Ist sie vorhin auch schon so schnell gefallen? Ich meine nicht. I'm ready for anything. Nein! Oh, jetzt ist die Leiste wieder gefallen auf Null. Ich fasse nicht. Habe ich wieder keine Geduld mehr kurz vor Ende? Wie immer. Oh, jetzt ist sie wieder tot. Ich raste aus. Dreier-Team wieder haben. Not even close, würde ich sagen. Let's down? Mein Gott. Oh, richtig schlecht. Ah, okay. Der war scheiße. Daddy, I found you. Huh? Hä? Es ist wirklich. Dodge, why are you here? Because you promised. But how did you get here? Oh, es ist doch nicht, oder? Nein. Dodge, wait! Come back! That was your son's focus. What? Dodge fulfilled it admirably and served Cocoon in the process. You should be proud of him. Mr. Catsright. Dodge was a great help. He could sense power of pulse origin. That let us monitor you. Words can't express our gratitude. The data he provided on Enemy Lassie was invaluable. And speaking of gratitude. What? We enhanced the surveillance footage from the energy plant. Anything come back? Those are the pulse Lassie behind what happened. We got close to a cocoon Falsi. The picture's a little grainy, but I'm sure you recognize that one. You've spent so much time together. Fang, let's go.
What's our focus even matter? What's it matter? You want to be a monster? I just... Keep your chin up. We know the path that matters. Right? We are enemies of Cocoon. Know what I say? Play the part and raise some hell. Might jumpstart our memories. What? The foul sea. Let's smash it. Who are you? Sehr unsympathisch. Yes, that young lady's terrorist assault at Yuriday Gorge is the reason Dodge was made of the sea. Ironic, isn't it? The very girl you're protecting is the one who stole your son. Finish the job, or would you prefer to? Als ob. Ich glaube nicht, dass das macht. Colonel Labonte, what now? Follow them and observe. How often do Lucie kill their own? Ihr habt aber sehr geile Haare. Gehen ja nur bis über den Arsch. Oh, jetzt sind wir alleine. Das können wir nicht, ne? Schako, guten Abend. Why did I even try to run? What was waiting wasn't something I could change. Hallo, Schokofrosch. Weiß jetzt auch, wer es ist. You are cold-blooded. Ja, das ist er doch nicht. Lying, so people would trust you. Using them as shields. How many you gotta drag down with you? Hey, das wird er niemals sagen, oder? A coward and a killer. Das wird er nicht sagen. The people you use don't get to lose. Sein Dings hat einen Pfeil gekriegt. Why should auf der Brust. Das heißt, er ist einen Schritt weiter, ein Monster zu werden. Oder die Zeit, seine Bestimmung zu erfüllen, wird knapper. Tired of living with guilt? Then die with it. Benio. My name is Erbadia Vanille. I'm a Lassie from Grand Pulse. And to everyone on Cocoon, evil. Shoot me for your son. Don't you even! You think you die? And that's that? Mm-hmm. You think you die and everything will be sugar and rainbows? Then what can I do? What do you want from me? If I can't live or die, what do you want me to do? Don't ask me. You figure it out. I don't know!
Neither do I. It's over. There's nothing to do. Shooting you won't help. Neither will living. Espa? Oh, ich bin so schlecht in Espa-Kämpfen. Oh, das ist aber eine nice Espa, die der da hat. Do your worst, you freak. It's not over. Nette Schuhe. Okay, fine. You want me? Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, okay. Buddy is ready. Analyse. Okay, absorbiert Feuer, Schwäche Eis. Okay, okay, okay. Ah, der haut wieder richtig rein, ey. Ich glaube, ich kann kein Eis, ne? Ich glaube, nur sie kann Eis. Okay, sie macht kein Eis. Jetzt füllt sich aber seine Leiste da ganz gut, die Lilane. Metamorph. Leiste. Ich glaube, das reicht aber nicht. Zeitlich. Autsch. Ob ich kein Eis kann? War doch Eis, oder? Eis. Kann ich kein Eis? Nicht. Ich fasse es nicht. Ich muss zwischen den beiden immer wechseln, zwischen Heilen und Mage. Macht eure Fähigkeiten, danke. Wechseln. Wäre dieses Zeitlimit da nicht über meinem Kopf, ne, wäre das echt einfacher. Wieder tot. Ah komm, fast voll die Leiste, die ist fast voll. Gut, ich kann nicht heilen. Scheiße. Wird hier wieder Kopf an Kopf rennen. Oh, und die Zeit ist auch so Ende, sehe ich gerade. Oh, so knapp. Ich muss, glaube ich, eher, ich muss eher zwischen den, ne, Magie und Heilen wechseln. Versuchen mal safe zu spielen, aber das, dann reicht die Zeit hin und vorne nicht. Okay.
doch nicht ernsthaft. Na, wir wissen ja jetzt, wie man die Sequenzen überspringt. Doch mal. Habe ich noch Punkte? Vielleicht, das könnte auch helfen. Vielleicht kann ich ja Eis erlernen. Das wäre sehr vorteilhaft. Ist hier irgendwo Eis? Elektroschlag? Ist kein Eis. Wieso kann der kein Eis? Der Lappen. Okay, vielleicht hat es ein bisschen geholfen, vielleicht auch nicht. Ausrüstung. Wir haben doch bestimmt was gegen Feuerschaden, oder? Das wird auch sehr helfen. Hier, Flammenring. Flammenring. Flammenring und... Das weiß man immer erst, nachdem man einmal gestorben ist, was gut helfen kann. Resistenz, Flugresistenz, physische Szene. Resistenz und Fluss. Das ist Flammenring. Wir nehmen zwei Flammenringe. Mal gucken, ob es hilft. Ach so, und ich muss schnell auf Klo, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Bin sofort wieder da. Ich bin bereit. Anstrengend. So, was war das jetzt? 0, 1. Ach, jetzt darf ich ja auch mal rein, hm? Wieso durfte ich das denn vorhin nicht? Die hat ja auch kein Eis. Eis. Was denkst du? Haben wir noch einen Flammenring zufällig? Das war falsch. Okay, dann lass mal den Rest so. Ach scheiße, jetzt muss ich ja nochmal eine neue Analyse machen, bevor die hier Feuer drauf ballern. Wieder sich gehalten. Ja. Boah.
sustain. Wieder wunderbar nebeneinander, dass der immer beide trifft. Ja, ich komme auch einfach gar nicht zum Angreifen. Ich muss mich ja voll heilen, sonst bin ich ja sofort tot. Ja, die stehen halt so scheiße nebeneinander, ne? Eigentlich sind das keine, also, würde er jetzt auf einer Seite stehen, würde das nicht beide treffen. Ja. Ich bin aggressiv, ne? Jetzt hat er vorhin meine Ausrüstung von gerade wahrscheinlich wieder nicht gespeichert. Dass ich das alles nochmal machen darf. 5 Jahre Lateine haben mich nicht enttäuscht. Ich kann lesen, dass es 13 ist. Sehr gut. So, habe ich wenigstens meine Ausrüstung noch? Ja, ne? Ja. Ja, wieso kann ich denn nicht Eis? Das war es einfach komplett. Ich wette, mit Eis kriegt man den so leicht... So leicht geschockt. Oder wir versuchen mal Manipulation. Vielleicht macht das die Leiste schneller voll. Oh. Ach, aber ihre Punkte sind wieder... Ich habe ja aber auch keine Seitenabzweigungen, die ich weglassen könnte, um auf Eis zu kommen, ne? Nee. Oh, das ist einfach so ärgerlich, ne? Tilt, 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 tilt. Sag dich schon tilt? Nicht wirklich die Leiste. Stehen nicht nebeneinander, oder? Steht ihr nebeneinander? Ihr sollt nicht nebeneinander stehen. Sieht aber aus, als würde es sich besser füllen. Blitz, wieso machen denn nicht die ganze Zeit war das gerade auch schon die Schwäche? Ah, ich glaube, das ist wegen dem Debuff. Kann das sein? Ich habe da nicht ganz raus, wie die funktionieren, aber ich glaube, das ist wegen dem Debuff. This is gonna stay.
Au, der Valkyrie tanzt mir immer weh. Au, au. Ihr beides. Es wird schon wieder so knapp, wenn wir es schaffen. Komm. Do it. Okay. 24 Minuten, ja. Da läuft die Zeit aber 6-mal ab. Nice. Oh Gott sei Hätte ich gerade gesagt, er will sie nicht erschießen? Wird er auch nicht tun. A lot of things can be excused. Shooting kids ain't one. So viele Nachrichten. Zieh los! Kindness like his. You don't forget. Enough. No. Is enough. Ja, nicht gemacht. Hat er nicht. Nein, 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 nein. what the fuck? Ich verstehe gar nichts mehr. Do be careful with those. Der Kopf sieht aber noch relativ heil aus. Dafür, dass er sich angeblich in den Kopf geschossen hat. All of Cocoon was against us. With us dead, they were sure everything would go back. Back to the way it was before. Currently serves as a prison for the Lassie apprehended in Nautilus.
knapp. Dann müssen wir mal eine kleine Befreiungsaktion starten. The will face official sentencing upon the convoy's arrival in the capital. So what's with the freak show? So the Primarch can stand in judgment of the villainous Lassie. With their execution as the climax. The people will cheer their demise. And Falsi dominion will be undisputed. All part of the plan? Yes, but it also presents an opportunity. In a display of unwavering dedication to duty, the Primarch himself has boarded the Palamecia and focused his personal attention on resolving the Pulse crisis. They're baiting us, trying to draw us out. Bait, huh? Yeah, that's right. Here are your friends. Come and get them. Well, if they're daring us to mount a rescue, I'll take that action. All in. Alrighty, bets are on the table. We leave when you're ready. I'll be standing by. Lightning? Punkte verteilen. Ja, ein Heiler könnte ich auch mal hoch machen, ist aber glaube ich nicht nötig. Obwohl, ich gehe mal eher auf Mage. Oh, ist eigentlich auch Quatsch. Nein, wir gehen auf Brecher. Moment. Ich bin verwirrt. Zurück. Brecher. Eine neue Stufe erreicht hier. Anschlag. Wir nehmen alles. So, bei ihm gehen wir mainmäßig auf Heiler und jetzt müssen wir eigentlich auch mal skillen. Arbeite eigentlich immer nicht so viel mit Buffs. Medica wäre ganz nice bei ihm. Ist hier Medica. Mega Vita. Oh, den nehme ich auch. Auch Mage-Dings müssen wir nicht auch mal skillen. Na hier. Aesra. Ist auch nicht schlecht. Gehen wir mal bei dem hier einfach bis nach oben. Was haben wir hier? Auch mal hoch. Aqua Explitz, ja, die bräuchten wir schon. Das ist für große Gegner. Und sonst geht's dir gut. Aber wir gönnen mal hier. Hier haben wir, glaube ich, noch nicht so viel geskillt. Danke, ist voll angenehm. Au. Auf. Lass das bitte lassen. So, Fang, Verteidiger. Den Manipulator bei ihr bräuchte eigentlich auch mal, ne? Gemach da. Kann die aber was anderes als Gemach lernen? Die kann nämlich nur Gemach. Wann? Buch? Buch gar. Hm. Interessant, dass die alle so unterschiedlich ihre Fähigkeiten lernen. Ja, Snow spiele ich eh nicht. Müsste ich auch nicht gerne skillen. Es sei denn, wir werden wieder gezwungen, ihn zu skillen. Bisschen auf Brecher. Und Verteidiger. Weil er eh schon so viel Leben hat.
Ja, gönn dir Philipp. Müssen wir ausrüsten? Ich habe Angst, dass es gleich direkt losgeht, deswegen mache ich das jetzt. Kraftreif, was macht er nochmal? Schon Angriff plus 20, ist jetzt nicht so viel, ne? Abwehrmolett. Gift. Plus 50. Das nehmen wir schon leer. Oh. Protest in Notlage ist eigentlich auch nicht schlecht, obwohl die eigentlich nie in Notlagen kommt. Auto-Protest. Das ist natürlich geil als Tank. Das lassen wir. Habe ich nur eine Waffe eigentlich für sie? So, genug geskillt. Geht weiter. Speichern. Ist hinter uns eine Kiste? Nein. Hätte ja sein können. Und... Oh. Kann ich mit ihm reden? Hä? Mein Gott. Rescuing Saz and Benil is our top priority. We gotta play it smart this time. I'm charging in without a plan. Listen to me talking strategy. Wollte ich gerade sagen. Seht ihr das? Sein Stigma hat auch schon Pfeile. Pfeile heißt schlecht. Zeit läuft ab. Ist er hier? Hallo. SCICOM fleet has us under surveillance. While they're busy watching the Lindblom, you slip aboard the Palamecia. When the time is right, kann ich klasse. Our brigade will launch an all-out assault to back you up. Okay. Mit dem rede ich nicht. Opi-Boy. Bei den anderen sieht man die Stigma ja nicht wirklich. Mein Papa geht es nicht. Ja, du musst jetzt ein großer Junge werden. Peng. Get this show on the road. I finally found the new again. And I'll be damned if I'm just gonna stand around while she's in trouble. Natürlich. And once we take off, there's no turning back. This baby back here is a SCICOM vessel. It'll deliver you to the Palamecia. Oh, we're cargo now? A parting gift to our rotting government. Take those SCICOM guys apart. And we're supposed to take on all of them? I think the whole division's on board. I don't care how many lackeys they've got. Bring them on. Benil's in there. I'm sure she's fine. Benil's tougher than I could ever be. Hope, are you scared? Yeah, I'm terrified. But I'll be okay. Because I have you, and this guy, and Fang. We're all in this mess. We gotta stick together. Right. Enough with the bonding. It's go time. What do you mean, this guy? Als sind die so ABFs. Also, vorher wollte Hope ihn noch umbringen und jetzt so. Was meinst du? Lustig, lustig. Didn't expect to see you here in person, Your Eminence. Eminence. This crisis threatens the entirety of Cocoon, my child. You agree that standing at the fore is a leader's charge? Wholeheartedly. It also affords a splendid view of the impending execution. Exactly. Stand by. Verifying identification code. You let me land this bird or I'll crash her into your ass. Das sieht schon nicht gut aus.
verified. You're free to dock. Ach, Gott sei Dank. About damn time. All clear. Welcome aboard. Palmekia. Flaggschiff der Sanktumluftschiffflotte. Ja, alles klar. Wenn es sonstiges ist. Code Red, repeat. Code Red. Das hat ja gute Gründe. Attention, all crew. This is not a drill. Code Red. Alright. Ah, wir schleichen uns rein. Mhm. We're here for Vanille and Saz. Stay focused. Schwäche? Gar keine. Ach, da ist ein Heiler bei. Mhm. Geht ja gar nicht. Zauber, ne? Was sind wir eine Kacke? Drin. Muss ich nachher gleich mal erinnern, wenn ich dazu komme. Looks like they want to play. No kidding. So where to? Right up there. So. Ich möchte jetzt erstmal die Paradigmen so haben, wie ich das will. Und zwar brauche ich den. Grüne Front. Ach, das ist mein Lieblingsdings. Jo. Haben wir noch? Heiler. Augmentor. Manipulator. Jo. Dann ist der, ach so, Verteidiger habe ich jetzt noch gar nicht. Heiler, Brechgeher. Ah. Und immer noch. Vielleicht noch Heiler. Er bufft und sie verteidigt. Habe ich das hier schon? Ja. Dann noch, wenn sie verteidigt. Ja.
Ja, finde ich ganz gut so. Don't remember inviting you. Oh, braucht kein Mensch. Let's get this over with. Oh, die machen auch Schaden. Das läuft doch. Angeberin. Tschö, Leute. Okay. Übertreib. Nein. Keine Wurzel, ich bin ja wohl vorne. Something bad's waiting for us. Na klasse. Ich überlege gerade, ob ich mir das direkt auf zweite Stelle mache, was ich sonst immer nehme. Ach, ist es auch. Ach, ja dann. Bin ich ja zufrieden. Welcher Mario mal nicht? Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt nicht sterben. Let's get this over with. Ah!
Okay, die Kamera rastet aus. And I was just getting started. Okay, das ist hier nichts für Höhenangst. Da eine Kiste. Nein. Schöne Aussicht auf die Wolken. Ja, das stimmt. Ich habe auch keine Höhenangst, aber Leute mit Höhenangst finden das bestimmt nicht so cool. Tornado macht, glaube ich, viel Schaden. Nicht gut. Drohne gelesen, da steht aber Deckdrohne. Dreckdrohne finde ich viel witziger als Deckdrohne. Eine noch. Auch nichts mehr. Maybe we can use him. Ah ja, die hüpft ja einfach fröhlich durch die Gegend. Aber klar, dass er kommt, wenn ich jetzt hier zur Kiste gehe. Kommen Sie. Er wird aber richtig verprügelt. Wieder auf Hope. Ja. Oh, guck mal. Au! Seht ihr das, was ich sehe? Da hinten habe ich eine Kiste übersehen. Hier bin ich. Da muss ich zurück. Das tut mir echt leid jetzt. Das ist ja passieren. Mich spawnt hier nicht alles neu. Da hinten habe ich eine Kiste übersehen. Mehr Leben als Fang. Sehe ich gerade mal. Ich
So, geht ja gar nicht. Was auch immer es ist, wir nehmen es mit. Das sind bestimmt alles so Materialien zum Waffen verbessern. Welches spawnt hier nicht alles nach? Ah, falscher Weg. Ja, hier über die Kante kommst du natürlich auch nicht. So, die Kiste haben wir. Da ist keine. Ah, Fliegeviecher. Nochmal vier davon. Ah, und ein Fliegetypi. Der wird mir gar nicht angezeigt. Beim ersten Angriff wurde er mir gar nicht angezeigt, der Fliege-Soldat. Gelab. Ah, sind Tornadoen. Philipp, heul bitte leise. Boah, das neue Schwert, was Lightning hat, ist aber echt hässlich. Thank you.
Da. Dragona ist das. Okay. Da wird mal wieder ein paar neue Punkte geskillt, oder? Oh, da oben sehe ich auch noch eine Kiste. Dürfen wir vielleicht nicht vergessen. Die Kameraführung. Also da ist auch nichts mehr. Hier hoch. Dann dahin. Müsste ich da unten noch so eine Kiste sehen, die wir vergessen haben, dann raste ich aus. Watch where you're going. Ja, das ist ja angebracht. Sind noch mal zwei. Die könnten wir auslassen, aber ne, Erfahrung sammeln und so. Punkte farmen. Zwei sind ja auch relativ schnell. Ich so, wenn wir mal Blitzgar freigeschaltet haben, ich finde, das macht einfach am meisten Bock. Da freue ich mich schon drauf. So, da haben wir nochmal drei. Hier ist aber auch keine Kiste und nichts mehr. Oh, das ist aber Fliegi, drei Roder. Ach, der war zu den. Okay. Auch zwei, okay. Nehmen wir den zuerst. Guck mal, ich habe wieder nur einen angesehen. Habt ihr gesehen? Oder zwei Fliegen. Ah, Hope. Wie sind denn auf Hope? Er ist tot. Ich fasse dich. Ja, jetzt kommt auch Tornado. Nice. Fuck. Ja, klasse. Okay, ich glaube, das müssen wir dann gleich nochmal machen. Später nicht grinden, um am Ende weiterzukommen. Ist nicht schlecht, wenn man es macht, sagen wir es halt so. Also ich versuche hier den Gegner auf jeden Fall mitzunehmen. Ich glaube, als ich es damals gespielt habe, habe ich sogar, später kommt man in so ein Areal, wo man sehr, also sehr weitläufig rumlatschen kann. Und da habe ich, glaube ich, auch lange Zeit wirklich einfach nur gefarmt. Also, dass ich Level farbe. Aber ich bin jetzt tot. Aber nochmal, ich hoffe, ich kann es von Anfang nicht raste aus. Es ist schon einfacher. Da ist mir gespannt. Ja, nice. Weil du hast ja hier dieses Kristarium. Und diese Punkte fürs Kristarium, also wo du da quasi Skills, das farbst du halt durch die Kills. Mein Heiler ist noch gar nicht weiter ausgebaut. Sollte ich vielleicht mal tun. Aber ich gehe erstmal hier auf Magie. Mage. Ich glaube, ich hatte sogar am Ende das so weit, dass halt ich alles komplett durchgeskillt hatte. Also so, dass ich nicht mehr weiter skillen konnte. Das ist natürlich optimal.
Also zumindest auf den Rollen, die ich den Charakteren gegeben habe, hatte ich das alles durchgeskillt. Meine ich. Ich glaube, da war ich sehr stolz drauf. Mega Vita. Nein! Ade. Naja, einfach jetzt nicht direkt sterben, das wäre schon vorteilhaft. Mein Gott, du hast hier Nervenzusammenbrüche, während du Goldschmuck online. Thanks. Also wenn ihr Philipp zwischendurch. Mein Gott! Wenn ihr zwischendurch Philipp rumschreien hört, ich schlag ihn zwischendurch. Heil dich, Hope. So, im Heiler läuft das dann doch schon besser. Jetzt noch die beiden hässlichen da und dann ja, noch einmal drauf und jetzt. Aber da kann ich auch mal wieder auf Angriff gehen. Hab noch einmal, bis der heilt. Ey, guckst du einmal weg, da ist er schon wieder halb tot. Egal, schaffen wir. Hast du gerade Anfälle oder so? Süß aus. Sass. Ah, wusste es. Baby. Richtig genommen? Achso. Dein Glück. Why can't I do it? I got no reason to keep living. I can't even kill you. Freeze! Take him! Nicht das Rollo runter machen. Danke. You should be proud.
ihrem Umina-Stab da. Your son's a hero. The boy who saved Cocoon. We'll erect a memorial in Eden and put his crystal on display. A memorial? He's a little boy! As the son of a pulseless sea, he would have lived in shame and misery. Wow. Isn't it better he be treated with reverence as a monument to sacrifice? That little bitch. Deswegen war dein Trageding. I'm pathetic. That's my life. I'm the one who lied to everyone. Forget it. You can't change what's done. But if I just told the truth... Now. I've been thinking. You woke up from being a crystal once. Well, that means Dodge will wake up one day too, right? What was it like? I mean, how did it happen? You were done with your focus, right? I was chosen. I was made into a lassie to fight against Cocoon. It happened back on Grand Pulse, hundreds of years ago. We finished our focus, and we fell into a long crystal sleep. Ah, okay, dass das Jahrhunderte dauert, hätte ich jetzt hätte ich nicht mehr so auf dem Schirm. Tag 1. We woke up on Cocoon to the start of a new focus. Fang, she'd forgotten everything. And for me, just the thought of hurting people again. It was too much. So I lied. I played dumb, said I'd lost my memory. I wanted to escape my fate as a lassie. And ever since then, I've been running away from it. Weiß sie denn dann ihre Bestimmung? Vielleicht sogar? Let us through! Block our way, you die! You trying to get him angry? Yeah, I thought maybe they'd run. There's been enough blood spilled. You thought they'd run? Let me refresh your memory. Those soldiers think they're protecting Cocoon from the sea. The Falci have them all brainwashed. Falci? I have had it. Cannot let this go on. Attention all crew. Code green. Repeat. Code green. Security forces stand by. Warum schreist du so dabei? Schön. Wieso kacke ich bei einem Bein? Nein! Ist ein bisschen cringe.
New strategy. Der Alarm im Hintergrund ist hardcore nervig. Mit dem Skyless, der ja auch ein Bot ist. Sehr witzig anzusehen. Vielleicht solltest du streamen, Philipp. Ich hörte den Alarm gleich auf. Oh ja, wie viele denn? Es ist sie da hinten. Die ist aber neu, oder? Da, die da? You know what to do. Oh. Oh, die ist so eine Buff-Bitch. Okay. Philipp ist sehr emotional gerade. Hat die Schwächen? Natürlich nicht. Die sieht ja abgefahren aus. Die haben auch Heiler, ne? Ja, bin ich. Da. Jetzt sind die anderen dran. Macht mich kirre. Wir müssen nach rechts. Heißt, da hinten ist bestimmt irgendwo eine Kiste oder Bonusgegner. Vor allem, wie schnell sie sich einfach durchbuffen kann, das kann ich nicht. Huh.
Hallo, halt mich doch mal hier. Ein langer Huch. Aber da ging es theoretisch gar nicht weiter, oder? Okay. Nothing I can't handle. Oh, der Alarm. Hört auf, ihn zu heilen. Dass hier nur ein Speicherplatz ist. Das ist voll enttäuschend dann. So. Ist ernsthaft nur ein Speicherplatz? Let's go. Ist das nicht da, wo wir reingekommen sind? Wir können mal wieder skillen. Ach, so hört wenigstens der Alarm kurz auf. Ich bleib tatsächlich mal eher auf dem hier. Bei ihr. Gefällt mir ganz gut so. Megavita. Bye, ja, Mama. Und weiter geht's. Hallo? Legen Sie sich jetzt. Das ist jetzt quasi die Tür, durch die wir anfangs nicht kamen. Oh, jetzt sind die respawned. Das ist ein Scherz. Das ist ein Scherz. Hier könnte man jetzt zum Beispiel super grinden. Immer schön rein und raus mit der Tür und dann jedes Mal. Aber ich glaube, dann werde ich wahnsinnig wegen dem Alarm. Ich kämpfe mich jetzt noch hier durch, da wo wir müssen. Könnt ihr mich mal. War das? Ich bin tot, Geräusch. Hätte wie vorhin erst die Ordnerin da machen sollen. Ha!
viel Spaß, Kim. Ja, ich hab Spaß. Ohne Ende. Die war noch nicht ganz auf dem Boden aufgekommen, da hat die Fang die wieder hochgeschlagen. Sehr nice. Du musst das. Am besten ist, wenn die gar nicht mehr aus der Luft rauskommen, wenn die geschlagen sind. Zack. Weg mit dir. Da müssen da links, da müssen wir die, glaube ich, noch machen, oder? Oh, Präventivschlag. Sag bitte, das war ein Präventivschlag. Ja. Boah, ja, jetzt heilen die die alle, oder was? Die Asozialen. Boah, okay, vielleicht muss ich doch erst die Heiler. Aber komm, jetzt schaffen wir sie doch, oder? Anscheinend bist du scheiße im Golfen. Einer noch. So, jetzt gehen wir aber ab. Oh, ist das ein neues Schwertchen für uns? Nein? Ja? Engel, kleiner TP-Bonus, TP-Schadensbonus. Ich lasse unsere. Ich muss mich auch mal entscheiden, welche wir für später skillen. Zwei von den Ordnern. Ich glaube, ich nehme erst den Heiler. Damit er mich hier nicht nervt, wenn er wieder alle hochhält. Au. Keep the enemy off balance. So. Oh, peil dich bitte. Danke. Ah!
So, draufhauen. Au. Au. Ich liebe Blitz. Ich möchte Blitz. Go. Oh, ich bin verzogen. Heil mich. So, auf. Ist doch jemand geheilt, oder? Jo. Wird man. Das habe ich sehr am Final Fantasy VII Remake vermisst, habe ich jetzt mal schon gesagt. Ich bin das gewohnt, dass ich nach jedem Kampf wieder heile bin, weil sonst heilst du dich ja tot. Und als ich dann Final Fantasy VII Remake gespielt habe, ich so. Oh, ich werde nicht hochgeheilt. Was eine Scheiße! Jetzt sind wir wieder voll. Jetzt geht der ja weiter. Ich will den Alarm nicht mehr. Oh. Das ist eine neue Drohne, glaube ich, ne? Die sieht zwar aus wie die, die wir schon kannten, aber die hat eine andere Farbe. On your toes. Aber wenn wir schwächen. Oh ja, Blitz. Das ist sehr gut. Thank you. Ah! Da darf niemand sagen, dass Final Fantasy 13 einfach ist. Ich bin schon oft gestorben. Du hast nämlich auch viele Gegner, die machen dann eine besondere Attacke und dann bist du sofort instant tot. Das ist auch immer sehr toll. So, ich glaube, wir haben genug gebracht, oder? Ja, komm, reicht. Am krassesten fand ich Final Fantasy 13 Lightning Returns. Das war eins der schwersten Spiele, das ich je gespielt habe. Weil du auch noch Zeitlimits am Tag hast. Das hat mich richtig weggetiltet. Ich glaube, da habe ich sogar auf leicht gespielt, weil ich es nicht geschafft habe. Mit Buch. Ich glaube, das variiert. Meistens hast du kleinere, schwachere Gegner immer zusammen. Aber die Bosse sind halt meistens, ne? Kaka. Da fliegt sie schön, die Drohne. Maul, Tim. Hier geht das ja automatisch. Ich dachte, im Remake wäre das auch automatisch im 7er. Hier skillst du das ja quasi. Das, ich fand das 7er Remake eh total komisch vom Skillen her. Mein Gott, Philipp, ich bin hier Sachen einmal klären, ja? Ja, pst. Er hat es gerade nochmal geschrieben. So. Nee. Bei den Bossen ist das ja auch meistens so, dass du dann voll glücklich bist, wenn du die erste. Moment, ich hänge mein Mikro. Wenn du den ersten geschafft hast. Und bei Final Fantasy ist das ja ganz oft so, dass dann ein Boss mehrere Phasen hat. Phasenbosse. Liebe ich. Und wenn du deine Phase 3 von 5 verkackst, kannst du nochmal komplett von vorne machen. Thanks. Alter, Fang darf nicht mehr angreifen. Schlecht. War nur draufhauen, glaube ich nicht. Sag mal, heilt der Hoch auch mal? Ja.
Boah, jetzt darf Lightning auch nicht mal richtig angreifen. Also physisch. Autsch, Hope. Na, Gott sei Dank. Ja, wie heilt der? Total scheiße gerade. Ah, danke. Freundlicherweise hat er auch mal Medica benutzt. Sehr, sehr nett, danke. Thanks. Ah, ich bin Schnauze voll. Timmy, bist du noch da? Mit wem hast du damals gespielt im Trio? Würde mich mal interessieren. Ach, hast du das gar nicht durchgespielt? Ich weiß, dass du mich mal um Hilfe gefragt hast bei einem Boss. Ach, da geht's ja nicht weiter. Ach, oder nicht? Oh. Eine Drohne. Ich skill noch mal eben ein bisschen. Kann manchmal Wunder wirken. Letztens fand ich nicht so der Burner. Brüll über dein Haupt. Einer! Philipp! Schrei nicht so! Ich schreie hier auch immer rum. Ich schreie gar nicht. Okay, jetzt noch den da, dann sehe ich da hinten Speicherplatz. Sowieso schon die ganze Zeit, aber. Also.
Stunden später. What? Boah, das kleine Mini-Bitzchen hätte dann auch noch machen können. Denn... Boah, das ist ja gar kein Ende. Die sich um. Würde ich auch so schnell buffen können wie die. Das ist voll unfair. Ausnahmsweise mal schön. Final Fantasy 13 durch haben. Gute Nacht, Sebi. Dann ist, glaube ich, meine Enter-Taste im Arsch, wenn ich so oft Enter drücke. Kommt beim Kämpfen.
wieder den nächsten. Der Gang ist gleich mal geschafft. Ja, wohl guter Dinge, dass der Gang geschafft ist, ey. Boah, mit zwei Ordnern. Ja, mal direkt auf heilen. Haben die denn immer so viel Leben, ey? Ja. Heilige Scheiße. Oh, meine neue Waffe für Fang. Ich glaube, da haben wir überhaupt schon einen. Geltung plus. Ausprobieren. Oh, bitte nicht noch eine Ebene.
Attention all crew, code green, repeat, code green. Security forces stand by. Hostile forces on board, code green. Get up, you're being moved. On your feet, scum. You too. Yeah. Chocobo baby. Was läuft bei ihr? Alright, time to split. Not run. There's a difference. Gotcha. Gotcha. Muss ich mit dem weitermachen, bitte nicht. Bestimmt. Do I deserve to escape? What? You'd rather die? What? Cause that's gotta scare you. Scares me. Scares me so much. I think I might die of fright. So, I push myself to live even harder. I can just imagine Dodge laughing at me talking this nonsense. Right now, I'd do anything to see that smile. Stay positive. Der hat auch schon das Rote in seinem Stigma, ne? Der gesagt, erst kommt die Spitzen, dann kommt ein Auge und dann geht das Auge auf. Bei ihm sieht man schon die Umrisse vom Auge. Ickes. Ja, können wir die beiden ja mal wieder. Oh Gott, jetzt haben wir wieder so 100.000 Punkte, ey. Hier gehen wir aber auch auf den Heiler. Ah, wo geht der denn hin? Engel. Nice! Engel Beste. Ich will die Phoenixfedern sparen. Wenig sterbe. So. Das war's. Aber für heute. Das Schiff ist ganz schön groß. Hätte ich nicht gedacht, dass das so lange dauert, das Nautilus hier zu machen. Fangen wir dann aber nächstes Mal hier an. Weit habe ich, ne? So. Ja. Dann. Oh Gott. Meine Ohren sind wieder zerquetscht. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche allen, die morgen einen schönen Feiertag, einen schönen Feiertag. Und ich komme dann Samstag wieder online, weil Freitag werde ich tätowiert. Endlich mal wieder, hurra. Und ich glaube, dann bin ich etwas tot. Ich schicke euch noch zu meinem Freund rüber, zu dem Degen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Drüber? Toll.